So, herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5 zusammen mit Cyronex. Hallo. Wir sind letztes Mal in das neue Gebiet von John vorgedrungen. Achso. Das ist eigentlich Jacob, oder? Okay. Stimmt, Jacob. John kommt später noch. Ja, aber haben wir schon. Ach, wie auch immer. Die heißen alle gleich. Irgendwas mit J. Und müssen uns nach Osten vorarbeiten, weil da die Hauptmissionen sind. Und du tötest hier wieder irgendwelche Viecher. Nö, ich habe keines gemacht. Ich loote noch. Das war schon so, als ich angekommen bin. War schon so, als du eingezogen bist. Ja. Okay, und deswegen wollen wir uns diese Folge um, wie heißt der Typ, Chad Wolanski kümmern. Der hat irgendwas für uns. Ja. Was ist das hier? Wir sind ein Park. Camp. Bär. Das könnte ein Außenposten sein, oder? Wir werden erstmal gekillt. Ich weiß nicht. Ich stecke fest. Ah, ne, jetzt. Hä? Ah, ich habe die Sitze getauscht. What the fuck? Ich dachte, ich wäre ausgestiegen. Nö, das ist kein Kill. Das wird bestimmt später noch wichtig, oder? Sieht so aus, als würden wir hier irgendwann mal eine Mission haben. Ja. Was schau mal, da hinten ist ein Flammenwerfertür. Oh! Noch mehr Wölfe! Mehr Money. Ich habe keinen Platz mehr. Oh nein! Okay. Oh warte, wenn da hinten ein Flammenwerfertyp ist, mach dir mal keinen Schaden. Ich will gucken, ob ich die jetzt endlich one-shotten kann. Okay. Nein! Ich brauche zwei Schüsse. Hier ist ein Hirsch. Hier ist ein Wolf. Aber hier ist ein Hirsch zum Looten. Wo? Boah, ich bin, dass ich für die Heavies immer noch zwei Schüsse brauche. Wo ist der Hirsch? Da. Wir lassen uns schon wieder ablenken. Weiß. Muss auch mal sein. Na, das ist im neuen Gebiet ja immer so. Das wird nochmal ein Außenposten. Guck mal. Ah ne, das ist einfach nur so ein Mast mit einem Megafon dran. Da hinten ist ein Hirsch. Aber hier ist ein Fahrzeug. Komm. Are you sure about that? Ja. Ich will nicht schon wieder das Quad nehmen müssen. Die sind kacke. Darf sogar hinten auf der Ladefläche stehen. Wofür brauchst du eigentlich so dringend Geld? Nicht du. Hier ist nochmal hier schaut. Hier schaut. Hier schaut. Hier schaut. Und go. Warum bomben, Motherfucker? Wenigstens ist es keins von diesen weißen Fahrzeugen. Aber das Teil hat scheinbar kein Radio mehr. Oh. Gefangenentransporter ist zu weit weg. Dem fahre ich jetzt nicht hinterher. Ah, schön ist es hier. Es wird aber überall geballert. Ah gut, das Gebiet hier sollte ja auch das letzte sein, was man macht. Ja, Wolfshaut können wir ja eh nicht mehr mitnehmen. Coming Speed. Ich habe einen Wolf überfahren. Wo geht's jetzt eigentlich hin? Wir müssen hier in den Wald. Okay. Also der Wegpunkt geht irgendwie einmal im Kreis drumherum. Scheinbar. Hier sind überall so komische Lager. The Grill Streak. Ha! Hä? Was hast du gemacht? Gar nichts gemacht. Der Typ hat sich selbst abgefackelt. Hi. Hey, hier ist eine Plattenkiste. Ist ja was Neues zu sammeln. Was für eine Kiste? Ja, hier stand. Hier, hallo. Da. Ja, anscheinend. Ja, hi. Hör auf zu brennen.
und komme wieder weiter. Ein Glück, dass wir Untertitel haben. Ich meine, ich fresse auf, Junge. Nimm das Fischstäbchen aus dem Mund. Junge. Was redest du? Also ich verstehe halt echt nichts. Also, ohne die Untertitel würde ich kein Wort verstehen. Nicht eins. Was? Junge, Junge. Nimm mal die Zähne auseinander. Haben wir Fleisch von überfahren, geweihtragenden Tieren. Aha. Also dann zu deutsch, mal, Elche. Dann überfahren wir mal so ein paar Viecher. Die müssten ja hier in der Gegend sein, oder? Darf ich doch meinen. Oder wo soll ich hinfahren? Weiß es nicht. Fahr doch mal durch die Gegend. Ja, wo wird schon was rumlaufen? Ja, ich fahr jetzt einfach mal hier im Kreis rum. Hey, das ist 10. Kein Geweih. Würfel zählen leider nicht. Sorry, das war nötig. Waffe tragende Tiere zählen nicht, ne? Leider nicht. Ah, wir fahren auf den Außenposten. Soll ich hier rein? Hier los. Das war gerade ein Präzisions-Autokill. Hier ist noch einer irgendwo. Warum haben die alle Bögen dabei? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo hier Elche sein sollen. Legen wir die Quest halt auch erstmal auf Eis. Können wir mal irgendeine Quest bekommen, die wir direkt machen können? Komm, wir machen jetzt den Außenposten über uns. Da sind auf jeden Fall Gegner. Das ist etwas, das wir machen können. Und der liegt auch direkt vor uns. Auf geht's. Du stehst bei mir vor dem Auto. Bin aber hinten drauf. Los geht's. Okay. Ah, jetzt bist du hinten drauf. Okay. Ich fahr da mal durch diese Felsspalte. Ich glaube, wir sind noch zu weit weg. Es lohnt sich noch gar nicht, irgendwo hochzugehen, oder? Nee. In der Tat. Na, reicht doch schon, ey. 100 Meter noch weg. Na gut. Ja, man hört schon ihn labern. Ich glaube, es ist nur ein... Na, da oben. Ja, da sind einige Gegner. Ich gehe da oben auf den Vorsprung. Pass auf den Typen, der da oben steht, auf. Der macht den Eindruck, als wollte er... Man töten? ...gerne Leute sehen wollen. Viel schlimmer. Warte mal, weißt du was? Ah. Einen der Dinger kann ich rausnehmen, einen der Alarme. Ein Alarm ist raus. Fuck, da steht einer direkt vor mir. Wo kommt der her? Er hat mich nicht gesehen. Alle Alarme sind deaktiviert. Hä? Ach, da oben steht ein Sniper. Der hat mich gesehen. Oh, okay, ich habe den Heavy, der bei mir war. Hä?
Das greift mich an. Ach, hier ist ein Wolf. Wichser. Was fehlt noch? Der Wolf. Was? Was ist hier los? Alles gut. Wir haben das Außenzentrum, das Fangzentrum befreit. Das war, glaube ich, auch eine Mission. Irgendwas hat mich unter die Map gezogen. Der Wolf. You are meat. Aha. Erstmal sauber machen. Ich habe den Sniper da oben nicht gesehen. Blöderweise. Sorry. War gut, dass du den Alarm so schnell bekommen hast. Die Sekte wird im Fangzentrum keine Judges mehr abrichten können. Sie haben ihre Lektion hoffentlich gelernt. Wer sich mit uns anlegt, hat nichts zu lachen. Die Fowler-Brüder werden sich freuen, ihre Einrichtung zurückzubekommen. Sieh mal nach, ob sie Hilfe brauchen, okay? Da könnten sich noch ein paar verängstigte Tiere rumtreiben. Okay. Fragen wir die Kugas mal. Ach, guck mal, der ist hier am Putzen. Ah, gut. Du bist da. Ja, ich bin da. Was willst du? Dass du das Fangzentrum zurückerobert hast. Immer gerne. Auch wenn die Tiere jetzt weg sind. Bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk Kannst geschickt. Kannst du bitte deinen Schrupper aus meinem Gesicht nehmen? Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chance Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Okay, wir brauchen Lachse. Hast du noch Lachse dabei? What the actual fuck ist das hier? Bist du? Sau creepy. Hä? Ach, da unten irgendwo. Nee. Wie bist du da hingekommen? Hallo. Du bist doch da oben. Ach, das ist Viech. Aber das habe ich gar nicht gesehen. Ich stand direkt da drunter. Ey. Hi. Ich? Wieso? Hi. Hier war noch, hier sind Baseballkarten in dem Ding hier. Ja, ich komme. Oder hast du die schon mitgenommen? Für mich ich habe meine mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das für dich ist. Ne, ich hab hier, sehe ja, ich hab hier nichts zum Looten. Ich hab hier nur eine Kasse. Ja, gut. So, wir brauchen Lachse, um mit dem Bären zu reden. Ja, hast hier noch die Angelstelle. Ach so, okay, wir sollen da direkt angeln. Reed, Motherfucker. Warum sollen wir jetzt plötzlich für jeden Mist hier angeln? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Quests hier komplexer sind als in den anderen Gebieten. Ja, irgendwie. Alles ja. Vorbereitung, Nachbereitung, Umbereitung. Kann es sein, dass es gerade ganz schön schnell dunkel geworden ist? Ich habe nicht drauf geachtet, aber ich habe mich Meine Güte. Auch gerade gewundert, dass es dunkel war. Hier hochfahren. Ich habe nicht einen Schuss. Ich glaube, einen Schuss habe ich getroffen oder so. Aber keine Ahnung. Alter, ich sehe fast gar nichts mehr. Was mache ich dann hier? Ich habe Helligkeit höher gedreht, weil ich sehe alles ganz gut. Aber YouTube wird es eh wieder dunkler rendern, von daher. Oder schon mehr so ein Flammentypi. Wo? Warte, warte, lass den Flammentypen mal. Wo auch immer er ist. Ich will wissen, ob ich sie one-hitten kann. Wenn ich auf das Backpack schieße. Ah, die sind gerade noch mit dem Adler beschäftigt. Alter! Du scheiß Bison. Dreh mir mal den Rücken zu, Junge.
weiß nicht, ob ich das Pack getroffen habe. Tschüss. Okay. Wir sollten uns aufhören, ablenken zu lassen. Meinst du? Ja. Vielleicht sollten wir uns von dem Adler ablenken lassen, aber nicht von allem. Hier ist wieder so ein Flughafen. Die Angelstelle. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich fange mal schon mal an mit Angeln, ne? Ja. Keine Ahnung, was ich gerade tue. Warum ich es tue. Geronimo! Jetzt werde ich hier von einem Adler angegriffen. Ja, ich muss weiter werfen. Alter, die Adler gehen so auf den Sack. Komm her. Bin. Frisch gefangener Lachs. Wir brauchen auch nur einen. Wenn ich Glück habe und da direkt einer dran ist. Komm her. Komm her. Königslachs. Seeforelle. 14 Pfund. Ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen. Eine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Aha. Cheeseburger ist ein denkbar seltsamer Name. Was? Darf wohl ein Bär nicht Cheeseburger heißen? Ist ja auch hinter dir, ne? Lass mich nicht. Ja, dieser Wolf. Ja, lass ihn doch Wolf sein. Du bist die ganze Zeit hinter dir hergerannt. Deswegen. Ja, nimm mal hier deinen Stash ab. Dann. Ja. Die Karte da vorne hole ich mir auch noch. Ich glaube, der Stash ist ja auch irgendwo in der Nähe. Wie kommt man da rein? Ah, der Stash ist auch direkt da drin. Da verfault etwas oben auf dem Dach. Ich glaube, wir müssen aufs Dach. Kreative Vorschläge? Warte, ich zeig dir, wie das. Ah, ne, ich komme gar nicht an den Hangar dran. Ja, mit! Ja, warte, ich lese das nochmal. Um Himmels Willen! Was? Hast du schon wieder den Generator kaputt gemacht? Wie soll ich jetzt das Tor öffnen und das Flugzeug rausholen? Ich gehe und hole Shep, damit er ihn repariert, und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Also, Oberlicht. Wir müssen echt nach oben. Da irgendwas, wie man da dran kommen könnte? Es gibt hier halt diese Powerline. Höchstens halt vom Zaun würde mir jetzt einfallen, ne? Nein, bin runtergefallen. Komm schon, das muss doch gehen. Okay, man rutscht vom Zaun runter. Also, du kannst auf den Zaun, aber du rutschst runter, ne? Es bringt also nichts, oben auf dem Zaun zu sein. Ja, mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug hochfliegen? Ach, wir kommen ja an kein Flugzeug dran, fuck. Hey. Nach da oben zu diesem. Ja. Ah, von da oben, genau, von da oben mit dem Fallschirm, ne? Oh mein Gott, und ich war sogar noch da oben gerade schon. Bin schon gerade nach hier oben gegangen. Na, dann wollen wir mal. Da oben ist ein Adler. Ja, eins noch höher. Ich glaube, nach ganz oben musst du nicht. Ich gehe nach ganz oben, weil ich inkompetent bin. So. Auf die Entfernung kann ich das knicken, mit denen irgendwas zu machen. Yep. Da kommst du hier oben drauf. Bist nur Fallschirm oder hast du Dings benutzt?
Ich hab deinen Wingsuit benutzt. Ah. Das wird nicht passen. Ja, ich hab... hätte erst fragen und dann springen sollen. Oh, ich mach das Ding einfach auf. Ja, ich bin ja eh tot, ne? Ach, cool. Ja, ich hab dann in der Luft auf den Dings gewechselt. Das war nicht die beste Idee, die ich hatte. Ja, ich hab gesehen, wie du gewechselt hast. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Fallschirm dafür reicht, weil weit ist es ja nicht. Heilige Mutter Gottes, das ist ein geiles Ding. Wartest du noch, bis ich auch da bin? Ich würde nämlich eventuell gerne looten. Weil dann müssen wir später nicht nochmal hin, beziehungsweise später werden wir es vergessen. Warum haben die hier eigentlich so viel Geld rumliegen? Ich gehe aber okay, eben noch... Okay, habe ich da gerade eingesammelt. ...hier dran. Ich habe irgendeinen Erfolg bekommen. Ich verkaufe eben schnell noch, ne? Hm. Zack. Okay, was machen wir als nächstes? Abgesehen von Folgenpause. Ah ne, wir machen erst noch den Bär, würde ich sagen. Dann sind wir zwar in der Nähe von Fort Dropman, aber egal. Meine Fresse. Okay, wir können. Keine Ahnung, ob ich was getroffen habe. Problem beim Flugzeug ist, man sieht hinten so wenig. Oh shit. Hat nicht aufgepasst. Wow, und ich fall natürlich runter. Es war so klar. Ich weiß nicht, ich glaube, das Flugzeug kriegen wir nicht wieder. Wir sollten unsere Spuren verwischen. Okay, wie weit ist es noch? 200 Meter. Hä? Wer hat denn da einen Dynamit geworfen? Den Typen, den ich jetzt gerade gekillt habe. Achso. Warum haben die hier überall eigentlich so Effigies aufgestellt? Also so Warndinger. Halt die Leichen an den Pfählen. Das war ein sehr guter Einsatz des Wingsuits. 10 von 10 Punkten. Komm hier, Cheeseburger. Ich geb dir meine Rose. Cool. Ich hab das noch nie geguckt. Ich auch nicht. Aber trotzdem, man kommt nicht darum, das mitzukriegen. Das ist unfassbar. Okay, wir sollen Cheeseburger finden. Natürlich läuft er genau in der Sekunde los. Alter. Das sieht immer noch geil aus. Ah. Sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Oh. Wer ist ein süßer kleiner Bär? Hat ihn mir gar nicht aus der Hand gefressen. Ich will ihn reiten. Alles klar. Yay! Oh, hinter die. Niemals, ihr kriegt einen Cheeseburger nicht. Hinter dem Bär her. Der wollen Arsch offen.
Ja, der Bär ist an sich, kann sich aber auch ganz gut selber wehren. Muss man sagen. Ach, der Bär entkommt. Nein, meine Maus hängt fest. Ich bin ans Ende meines Mauspads gekommen. Lass dem Bär doch auch ein paar Kills. Lass den verdammten Bären nicht entkommen! Wer ist ein süßer kleiner Bär? Ja. Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern, weil er Diabetes hat. Man kann übrigens nicht auf ihm reiten, man glitscht runter. Oh. Da draußen ist jemand, der vorgibt, eine Soldatin zu sein. Okay, das will ich auch machen. Ich will mir auch durchs Gesicht lecken lassen. Hey! Unser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwohin flüchten. Außer in einen Heli, weil das funktioniert nicht. Da kommen die nicht dran. Da oben ist noch eine Karte. Jäger, hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Du wirst gejagt. Oder wird's einfach hier oben? Ja. Kommt rein, her. Ja, kommt her. Ja. Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Hm. Können die sich mal ein bisschen beeilen? Dead. Dead. Oh fuck, ich muss mit der Muni von dem Teil aufpassen. Ja, kommen die jetzt noch oder darf ich Folgenpause machen? Ein Einfangteam ist auf dem Weg, ja. Oh. Oh. Ah. Wir haben uns erwischt. Erwischt, ja. Vor allem. Wir durften uns gar nicht wehren. Ist der eigentlich jetzt sauer, weil wir Faith und dieser Ladebildschirm. Wow, war der kurz. Die Welt ist schwach, weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Was?
Dinger gibt es immer in Souvenirläden. Aber er hatte eine wirklich wunderschöne PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Mhm. Ui. Warte. Ah ne, wir müssen rennen. Fuck. Okay, ich wollte sagen Folgenpause, aber keine Folgenpause. Wir nehmen hier eine Waffe und rennen. Warum habe ich... Hä, hey, ich habe doch aufnehmen gedrückt. Ach, weil du die genommen hast, die ich anvisiert hatte. Autsch. Hä? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Komm. Yes. Ich nehme die linke. Meine Aufgabe ist es, Leute zu erschießen. Ich gehe hoch. Wir erschießen gerade Unschuldige, nehme ich an, richtig? Wahrscheinlich. Unten. Hier ist eine Tür aufgegangen. Schrotti. Ich gehe links rum. Hi. Ah. Wir sollten uns absprechen, wer die oben und wer die unten nimmt. Bringen. Oh, ich schieße einfach auf alles, was ich sehe. Ja. Bitte nicht auf mich. Ich nehme die untere. Ach, wir haben garantiert Unschuldige getötet. Im Wahn. Locker. Aus in der Herde. Ja. Die saßen tagelang im eigenen Dreck. Walker, mach ein paar Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt jemand diese Musik aus? Gott, das ist Sully. Wann haben sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße! Hi. Oh fuck! Sie lebt! Walker, los, hol den Truck! Yes, Sir! Oh mein Gott, es tut mir so leid! Pass mal mit an, Junge! Eli, wer ist das? Yep. Was verdammt macht die bitte hier? Jacob hat sie genauso lieb wie uns! Jetzt wird alles gut, du Heldin! Die Whitetails retten dich! Bringen wir sie zu Wolfsdam? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Tagelang? Wie haben wir das ohne Wasser überlebt? Ja. Vielleicht wurden wir deswegen wahnsinnig. Wahrscheinlich. Und dabei lief die ganze Zeit der Propagandafilm. Hm. Wahrscheinlich. Ich find's gut, dass die anderen aus den Augen geblutet haben. Jo. So schlimm, das Video. Wodka. Ja. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Witty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Sie sterben lassen. Tammy. Sie war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihr nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich. Aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen sie. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Ich mag ihn. Und sie nicht. Lass sie boxen. Ja. Du hattest recht. Sie hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich.
Ruhe dich erstmal aus. Ich glaube, das ist ein Ex-Marine. Tag, Ma'am. Hi. Ich sehe noch nichts. Ich bin blind. Ah, hi. Wer bist du? Ah, hi. Deputy. Guten Tag. Die Welt ist schwach. Dann würde ich aber sagen, bevor wir weitergehen, kriegen wir den Erfolg Only You. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und geh noch nicht weiter, sonst triggerst du irgendwas. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.